Es ist halt unser Bestreben, besonders in unseren Communities, das den Schulen klar zu machen. Und ja, da sind diese Informationen immer sehr willkommen. Darf ich auch davon ausgehen, dass diese Präsentationen dann an uns übermittelt werden, damit sie in unserem Download-Bereich auch zur Verfügung stehen? Sehr gerne. Ja, gerne. Ja, danke. Wir sind in der Zeit und ein Thema, das uns ja immer sehr bewegt, ist ja dann letztendlich die Fragestellung, was bedeutet das für Schulen, was bedeutet das konkret für den Unterricht, wenn man sich der Perspektive der Digitalisierung nähert. Wir hatten durch die Pandemiesituation einen massiven technologischen Schub. Ja? Und die Frage stellt sich aber natürlich, außerhalb der Technologie, wie ist das an den Schulen angekommen, beziehungsweise wie wurde das verarbeitet? Und da beginnen wir heute mit einer sehr interessanten Keynote von Felix Stalder, der Professor für digitale Kultur und Theorien ist und an der Zürcher Hochschule der Künste unterrichtet und unter anderem auch Autor sehr interessanter Werke wie Kultur der Digitalität ist. Und das Thema, das wir heute hier behandeln, gemeinsam mit ihm, ist das Thema Digitalität und Bildung. Das ist jetzt unsere erste Keynote. Wir werden anschließend kurze Pause machen und ab 15:05 Uhr dann in die einzelnen virtuellen Räume gehen. Aber wir sind jetzt schon sehr gespannt auf seine Ausführungen und ich darf hiermit Herrn Stalder begrüßen und Sie bitte um Ihren Input bitten. Ja, guten Tag. Ich möchte ganz kurz meinen Screen sharen und dann lege ich auch gleich los. Wunderbar. Gut, ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Screen mit dem Slide, oder? Ja, funktioniert wunderbar. Ja, wunderbar. Gut, vielen Dank. Ich möchte mich bei der Margret Pollack für die Einladung bedanken und auch beim ganzen Team für die Organisation, die ja nicht unbedingt leichter wird, wenn man alles virtuell über Zoom macht. Ich spreche im Folgenden aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, also wie technologische Dynamiken die Formen der Verhandlung von Bedeutung verändern, womit wir natürlich bereits direkt bei Fragen der Bildung sind. Ich muss Sie aber gleich vorweg warnen, ich werde eher grundsätzlich über das Thema Bildung und weniger praktisch sprechen. Aber zuerst eine Klärung einiger zentraler Begriffe. Ich spreche explizit von Bildung und nicht von Ausbildung. Das heißt, es geht mir weniger um den Erwerb von fachspezifischen Fähigkeiten, sondern um die grundsätzliche Fähigkeit der Orientierung. Ich ziele dabei auch eher auf höhere Bildung ab und weniger auf die Pflichtschulen, einfach weil das auch der Bereich ist, den ich aus meiner eigenen Praxis sehr gut kenne. Aber ich hoffe, dass einige der Elemente, die ich aufzeigen werde, auch für andere Bereiche nützlich sind. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist die Unterscheidung zwischen Digitalisierung und Digitalität. Digitalisierung ist die Übersetzung eines analogen Mediums in digitale Daten. Das kann einmalig sein, etwa indem ein Buch, ein Bild oder ein Objekt gescannt wird und nachher eben als digitales File vorliegt. Oder es kann ein fortlaufender Prozess sein, die Messung der Welt mittels Sensoren und anderer Methoden der Datenerfassung. Und diese Art der Digitalisierung sind wir auch ja laufend in unserem Alltag beschäftigt. Die Digitalisierung kann man vergleichen, wenn man eine historische Parallele ziehen will, mit der Alphabetisierung, also mit der Verschriftlichung des Lesens und des Schreibens, also die Verschriftlichung des Lebens und dem Aufstieg von Lesen und Schreiben als eine allgemeine Kulturtechnik. Digitalität hingegen ist der Zustand nach der Digitalisierung. Er ist ein neuer Möglichkeitsraum und wie jeder Möglichkeitsraum ist er sowohl ermächtigend wie auch einschränkend. Die Digitalisierung bestimmt das, was wir sozusagen das neue Formal darstellt.
In der Pandemie gab es einen sehr großen Druck, den ganz viele von uns erlebt haben, möglichst rasch Analoges durch Digitales zu ersetzen. Das Ziel war, trotz allem so möglichst wie wenig zu verändern, also die Ausbildung so gut wie möglich weiterzuführen. Das hat einen enormen Digitalisierungsschub ausgelöst, den wir auch alle in den letzten 2 Jahren mitgemacht haben. Dabei lag ein großer Fokus auf der Hard- und der Software, auf Laptops, Tablets, Lehrplattformen, Microsoft Teams und so weiter. Man könnte sagen, jetzt nach 2 Jahren, dass wir eine große Hürde genommen haben, auch wenn natürlich in praktischen Dingen noch viel Luft nach oben ist. Aber jetzt hier stehen zu bleiben, wäre fatal und zu denken, jetzt ist sozusagen die Digitalisierung geschafft, sondern wir müssen uns jetzt wieder stärker der Frage zuwenden, wie dann Bildung sich unter den Bedingungen der Digitalität verändern sollen. Und dabei möchte ich eben nicht die Technik in dem Vordergrund stehen, sondern ein der Digitalität angepasstes Lernen. Egal, ob dieses angepasste Lernen nun mit analogen oder digitalen Medien stattfindet. Wenn ich von Bildung spreche, dann habe ich einen sehr breiten Begriff hier. Die Bildung aus dieser Perspektive zielt ab auf die Fähigkeiten zur Teilhabe an Prozessen, teilweise mit Artefakten, teilweise Institutionen, die an der Aushandlung von Bedeutung beteiligt sind. Und Bedeutung ist nicht nur eine individuelle Meinung, sondern das ist immer auch etwas Kollektives. Und genau deshalb muss es eben ausgehandelt werden. Bildung erlaubt uns, uns mit Fragen zu befassen, wie was ist wichtig, was ist wünschenswert, wie sollen wir uns verhalten. Kurz gesagt, Bildung ist notwendig, um die Frage, wie sollen wir leben, sowohl individuell, aber eben auch als Gemeinschaft, überhaupt angehen zu können. Solche Übereinkünfte, wenn ich sage, so etwas muss verhandelt werden, die sind immer partiell, die sind nie endgültig, die ändern sich immer wieder. Das ist also ein dynamischer Prozess, in dem wir dauernd mit einbezogen sind. Wenn dieser Prozess zu wenig Dynamik hat, dann ist das Gefühl eines bedrückenden Stillstands. Wenn dieser Prozess zu viel Dynamik hat, dann wird er stressig und desorientierend. Bildung erlaubt uns, sowohl mit dem zu wenig wie auch mit dem zu viel an Dynamik konstruktiv umgehen zu können. Aus dieser Sicht ist das auffälligste Merkmal des digitalen Zustands, der Digitalität, die schiere Informationsflut. Die Masse an Informationen, an kulturellen Artefakten, an Texten, an Bildern, an Videos, die auf die eine oder andere Weise behaupten, bedeutungsvoll zu sein und von uns Aufmerksamkeit verlangen, ist riesengroß, die ist unüberblickbar und sie überwältigt die stabilen Formen der Organisation, dieser sozusagen Bedeutungsansprüche und macht es eben schwierig, aus all diesen Informationen so etwas wie eine stabile Lesart, ein stabiles Verständnis einer Situation zu generieren. Dies ist nicht allein eine technische Frage, sondern es ist eine Frage von breiten historischen Veränderungen. Die Anzahl und das Spektrum der Menschen und der Positionen, die daran sind, Bedeutung zu verhandeln und deren Standpunkte wir in irgendeiner Weise zur Kenntnis nehmen müssen, um eben diese Prozesse konstruktiv durchführen zu können, hat sich enorm erweitert. Und diese Erweiterung und diese Veränderung, die wird eigentlich angetrieben von drei großen historischen Veränderungen, in die wir alle in der einen oder we anderen Weise täglich impliziert sind. Die erste große Veränderung ist die Veränderung
der Ökonomie, des Arbeitsmarktes, der Tätigkeiten, mit denen wir in unserem Arbeitsleben konfrontiert sind. Das ist etwas, das schon länger festgestellt wird. Bereits 1992 stellten Ökonomen in den USA fest, dass es einen ziemlich großen neuen Sektor gibt, der damals bereits ungefähr ein Drittel des BIP ausgemacht hat. Sie nannten diesen Sektor die Wissensökonomie, und das war damals definiert als alles, was mit der Tätigkeit zu tun hat, jemandem etwas mitzuteilen. Das heißt, das Zentrum der Wissensökonomie sind eigentlich kommunikative Prozesse. Seitdem wurden sehr viele andere Begriffe für diese ähnliche Verschiebung entwickelt. Das ist die postindustrielle Wirtschaft, das ist die Dienstleistungswirtschaft, das ist die Informationswirtschaft und noch viele mehr. Und in dieser Veränderung, in diesem laufend wachsenden Sektor der Ökonomie, sind immer mehr Menschen in der einen oder anderen Form an der Produktion von Bedeutung beteiligt. Das heißt, sie kommunizieren und versuchen gegenseitig in irgendeiner Weise zu einer Einverständnis zu kommen, wie eine Situation zu verstehen ist und was man in einer Situation tun kann. Ich möchte diese Erweiterung dieses Verhandlungsbereiches, auf den auch die Bildung eben reagieren muss, gerne kurz darstellen in der Entwicklung des Faches Design. Design als eine eigenständige Disziplin gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Es ist eine entstanden in der Ausweitung der industriellen Produktion und der damit verbundenen Arbeitsteilung. Hier wird nun der Entwurf eines Gegenstandes von der Produktion des Gegenstandes getrennt, und Design entwickelt sich als ein eigenständiges Feld. Es ist etwas eingehender, mit dieser Erweiterung zu beschäftigen. Was der Designer braucht, um seine Aufgabe erledigen zu können, ist natürlich auch zeigt, wie das Feld der Bildung, der sozusagen diese Fertigkeit bereitstellt, sich mit diesen veränderten Aufgaben eben mit verändern muss. Das Feld des Designs wird sozusagen, des modernen industriellen Designs, wird sozusagen eigenständig, kommt zu einer eigenen Formensprache mit dem Bauhaus in den 1920er Jahren. Hier ist die Aufgabe die Suche nach einer guten Lösung, die dem Produkt auf die innewohnende Qualität und auf die Effizienz des Produktionsprozesses ausgerichtet ist. Einer der prominentesten Vertreter dieser sozusagen Designrichtung, der Architekt Mies van der Rohe, nennt das Form follows Function. Und das bedeutet aber auch, dass die Funktion sozusagen für alle gleich ist, dass es eine passende Lösung für alle gibt und diejenigen, die diese Funktion ausarbeiten, das sind die Spezialisten und Spezialistinnen des Designs, die zuerst die Form entwickeln, dann geht sie in den Produktionsprozess und schließlich wird sie von den Menschen im Alltag gebraucht. Das ist eine sehr lineare Vorstellung davon, wie so etwas zusammenkommt. Diese Idee sozusagen dieser industriellen Rationalität, die wird in den 1960er Jahren zunehmend kritisiert. Eine neue Form des sogenannten Anti-Designs argumentiert gegen das Seelenlose und das Entfremdende des Industriedesigns. Das kann man Ende der 60er Jahre als Teil einer größeren Rebellion gegen die Industriegesellschaft und eben den Aufstieg einer neuen, eher wissensgeprägten, auch ökonomischen Formen sehen. Und was hier passiert, ist die Ausweitung des Fokus, das nicht mehr auf das Objekt selber zielt, sondern eben auf die Beziehungen, in denen dieses Objekt eingebettet ist. Also es geht nicht nur darum, welche Eigenschaften der Stuhl hat, sondern eben auch, in welchen Zusammenhängen wird er hergestellt, wer ist hier in welcher Form
involviert. Und das führt dazu, dass der Bereich des Designs nicht mehr ein Bereich ist, der einzig und allein von Spezialisten und Spezialistinnen gemacht wird, sondern er öffnet sich eben auch für andere Wissensbereiche und für die Nicht-Spezialisten. In den 1970er Jahren weitet sich das nochmals aus und Design versteht sich jetzt sozusagen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und der Kreis der Akteure, die einbezogen wird, wird eigentlich immer größer. Die kommunikative Leistung dessen, was ein Designer jetzt in dem Fall machen muss, nimmt immer mehr Raum ein gegenüber der sozusagen materiellen Frage des Designs eines einzelnen Produktes. In den 1980er Jahren verschiebt sich diese Bewegung weg vom materiellen Produkt hin sozusagen zu den Beziehungen immer mehr. Das wird nun auch stärker sozusagen vom Konsum übernommen und ins Zentrum rücken solche Dinge wie Identität, Erfahrung, Marken werden zum Lebensstil. Jeder muss sich sozusagen selbst seine Identität durch den Konsum gestalten. Das ist sozusagen die Fassung, die Konsumgesellschaft, diese Verschiebung vom Objekt zur Beziehung artikuliert. Es ist die Zeit der Flagship Stores, einkaufen wird zum Erlebnis und die Supermodels werden zu den neuen Role Models. In den 1990er Jahren weitet sich das noch weiter aus. Jetzt rückt die Stadt als ein ganzes soziales Gebilde ins Fokus. Sie sehen hier sozusagen, dass die Ikone dieser Bewegung, das Guggenheim Museum in Bilbao, mit dem sich eine einst düstere, dreckige Industriestadt neu erfunden hat als eine glänzende Metropole der Wissensökonomie. In den 2000er Jahren erweitert sich sozusagen diese Einfrage nochmal weiter. Sie sehen hier eine künstlerische Arbeit von Eduardo Kack, das heißt GFP. Bunny und GFP steht für grünfluoreszierendes Protein, das eben diesem Tier eingepflanzt wurde, damit es unter UV-Licht zu leuchten beginnt. Seitdem hat sich enorm viel getan auf diesem Gebiet. Gensequenzierung, Genbearbeitung sind zu Standardtechnologien geworden und die Frage des Designs der Lebensgrundlagen und alle damit verbundenen Fragen wird immer virulenter. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten, aber sicher verstärkt in den letzten Jahren, sind Themen des Klimawandels und des ökologischen Zusammenbruchs unter dem Begriff des Anthropozäns in unser Bewusstsein getreten. Das heißt, der Mensch gestaltet jetzt nicht nur Objekte oder sozusagen die menschliche Umgebung, wie noch in den Städten, sondern es ist jetzt sozusagen das ganze die ganze Erde wird zu einem gestaltenden Objekt. Das passiert oftmals unbewusst mit Folgen, die wir erst im Nachhinein wahrnehmen. Aber es sind auch Dinge, die uns zunehmend bewusst werden. Der Krieg in der Ukraine beispielsweise macht uns bewusst, wie direkt wir mit der Ausbeutung der Natur viele tausende Kilometer entfernt verknüpft sind, wenn wir am Morgen die Dusche andrehen und die Gastherme mit russischem Gas das Wasser wärmt. Daraus ergeben sich aber auch sozusagen bewusste Versuche, das zu steuern, etwa mittels Geoengineering oder Terraforming wird versucht, es nicht nur ungeplant, sondern eben auch geplant und mit Absicht in diese großen systemischen Vorgänge einzugreifen.
Und das erweitert nochmals das, der Bereich der Akteure, bringt viele nichtmenschliche Akteure mit in das Feld der Gestaltung. Was wir in den letzten Jahren noch erlebt haben, ist sozusagen die Erweiterung des Raums, den wir als Menschen gestalten, zunehmend über die Erde hinaus. Wir sehen diverse Versuche, den Weltraum neu zu kolonialisieren durch eine Vielzahl spektakulärer Unternehmungen. Und das heißt aber auch, es gibt nichts und niemanden, der nicht in irgendeiner Form sozusagen an diesen Prozessen beteiligt bzw. von ihnen betroffen ist. Wenn wir fragen, beispielsweise, ob wir 10.000 Satelliten in den Himmel schießen wollen, dann heißt das, wir verändern sozusagen das Sternenbild der Nacht nachhaltig. Aber Design jetzt, ich habe das nur als Beispiel genommen, ist ja nur ein kleiner Teil der Wissensökonomie. Und die Veränderungen in der Wirtschaft sind nur ein Treiber dieser Veränderung der sozialen Basis von all denen, die an diesen Wertediskussionen beteiligt sind. Der zweite große Treiber, den ich jetzt nur noch ganz kurz erwähnen möchte, ist eine soziale Liberalisierung und ein zunehmender Wertepluralismus. Soziale Bewegungen haben schon lange darum gekämpft, sozusagen das Spektrum dessen, was gesellschaftlich akzeptiert und verhandelt werden kann, zu erweitern. Und nun ist ein breites Spektrum von Menschen und Anliegen, haben sich artikuliert, deren Erfahrungen und sozusagen Werteorientierungen von Bedeutung sind. Daraus ergeben sich komplexe Verhandlungen über Dinge, die uns einst, oder die zumindest der Mehrheitsgesellschaft einst, lange selbstverständlich schienen. Etwa, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Das ist nun Gegenstand von komplexen Debatten mit Konflikten und Verhandlungen. Bereits vor 8 Jahren, 2014, hat Facebook 50 Kategorien aufgeführt, wie man seine eigene Geschlechtsidentität jenseits von den Zweien, die es vorhin gab, definieren könnte. Und die gleiche Ausweitung sozusagen von Optionen und Lebensrealitäten gilt auch für ganz viele andere Bereiche, etwa der Frage des Essens, der Kindererziehung, des Konsums und noch ganz vielem mehr. Es ist eine enorme sozusagen Liberalisierung und eben ein Wertepluralismus entstanden, der aber eben sehr viele Verhandlungen und Auseinandersetzungen generiert. Ich persönlich halte das für eine gute Entwicklung, aber viele Menschen fühlen sich von dem bedroht oder überfordert. Und diese Angst, die motiviert auch viele reaktionäre oder zumindest sehr konservative Gegenbewegungen, die sozusagen die alte Übersichtlichkeit wiederherstellen wollen. Der dritte Bereich, der diese Entwicklung vorantreibt, ist die Globalisierung. Die alten Vorstellungen von Zentrum und Peripherie, die erste und die dritte Welt, sind überholt. Ist vielleicht am deutlichsten zu sehen mit dem Aufstieg Chinas, das man schon lange nicht mehr als ein Entwicklungsland bezeichnen kann, geht aber weit darüber hinaus. Es gibt heute keine einfache Einordnung mehr in fortgeschrittene und zurückgebliebenen Ländern, sondern es gibt überall Enklaven von höchst unterschiedlichen Entwicklungsstandards. Das heißt aber auch, dass viele unterschiedliche kulturelle Traditionen in die Gegenwart und noch mehr in die Zukunft einfließen und nicht mehr nur unsere eigene westliche. Es heißt aber auch, dass Innovationen und Veränderungen von überall her kommen können und dass die Bandbreite der Menschen und der Bezugspunkte, die sozusagen diese Entwicklung vorantreibt, noch einmal vergrößert wird.
Das führt dazu, dass eine massive Ausweitung der Zahl, des Spektrums und der Vielfalt von Personen und Bezugspunkten, die sozusagen in diesem Informationskosmos, der so chaotisch ist, herumschwirren, dass das nochmal enorm viel breiter wird. Das ist zunächst mal eine quantitative Frage, das ist einfach viel mehr, aber auch eine qualitative Frage. Also es ist nicht nur einfach mehr vom selben, sondern es ist etwas anderes. Und das führt eben zu diesem enormen Informationsüberfluss, den ich zu Beginn, dieser chaotische Informationsüberfluss, den ich zu Beginn als prägend für die Digitalität bezeichnet habe. Nur um das in einige Zahlen zu füllen, jede Minute vor 2002 und die Zahlen sind nicht kleiner geworden seitdem, 2020 und die Zahlen sind nicht kleiner geworden seitdem. Jede Minute werden rund 3000 Stunden Video auf YouTube hochgeladen und knapp 150.000 Bilder auf Facebook. Jede einzelne Minute. Das führt zu einer Krise der etablierten Öffentlichkeiten und der etablierten Institutionen, die es schaffen, das Museen, Zeitungen, Universitäten, Bildungseinrichtungen ganz allgemein, die bisher dafür zuständig waren, in dieser Orientierung eine Krise zu machen. Also in dieser Krise eben eine Orientierung zu fühlen. Dass die Ordnung, die jetzt hier in der Krise gerät, die hat einige Eigenschaften. Das war eine Ordnung, die war von Spezialistinnen und Spezialisten produziert. Sie entschieden darüber, was relevant ist und was nicht. Es war eine Ordnung der Knappheit. Die Verbreitung von Informationen war teuer. Das hieß, man musste zuerst auswählen, was veröffentlicht wurde, und dann erst wurde es veröffentlicht. Professionelle Redaktionen hatten eben diese Aufgabe zu entscheiden, was ist relevant und was ist nicht. Die New York Times, die hat lange Zeit als Slogan gehabt, All the news that's fit to print. Also der Anspruch, alles, was Neuigkeit und Nachrichtenwert hat, wird abgebildet, ist das Paper of Record. Aber das heißt umgekehrt eben auch, dass alles, was dort nicht drin steht, unwesentlich ist, keinen Nachrichtenwert besitzt. Gegen diese Art der Auswahlmechanismen gibt es schon lange Kritik, die sich eben fragt, warum werden bestimmte Positionen als wichtig erachtet und andere nicht. Sie sehen hier das berühmte Plakat der Künstlerinnengruppe Guerilla Girls. Die machen auf den männlichen Blick, der die Kunstgeschichte prägt, der eben keineswegs objektiv ist und keineswegs selbstverständlich ist, aufmerksam und fragen, warum ist dieser Blick so dominant? Ähnliche Fragen kommen in anderen Bereichen eben auch. Hier beispielsweise eine Kritik der Verzerrung und der sozusagen des Bias, der Voreingenommenheit bei den Oscars, die Unterrepräsentation nicht weißer Schauspielerinnen und Schauspieler. Und erst 2019, also erst vor nicht mal 3 Jahren, gewinnt der erste nicht-amerikanische Film, der Film Parasite aus Südkorea, einen Oscar für den besten Film und nicht nur für den besten ausländischen Film. Diese Entwicklung macht natürlich auch vor den Bildungseinrichtungen nicht Halt. Vor 2 Jahren wurde an der amerikanischen Universität Yale ein traditionsreicher Einführungskurs in die Kunstgeschichte mit der Begründung eingestellt, dass es unmöglich sei, das gesamte Gebiet und seine vielfältigen kulturellen Hintergründe in einem Kurs angemessen zu behandeln.
Der Kurs ist Einführung in die Kunstgeschichte von der Renaissance zur Gegenwart. Galt einst als eine der wichtigsten und prestigereichsten Lehrveranstaltungen der Universität. Hier wurde sozusagen der aufstrebenden Elite der Kulturkanon vermittelt. Und diese Änderung oder diese Absage ist die jüngste Reaktion auf das Unbehagen der Studierenden mit einem idealisierten westlichen Kanon, ein Produkt eines überwiegend weißen, heterosexuellen, europäischen und männlichen Künstlerkaders. Also hier wird sozusagen die Frage nach der Auswahl, wer wird überhaupt als relevanter Kulturproduzent oder Kulturproduzentin gesehen, führt so weit, dass sie sagen, wir können diesen Überblick überhaupt nicht mehr machen. Und das führt dazu, dass die etablierten Institutionen, die Schulen und die Universitäten eben auch, die bisher sozusagen diese Aushandlung von Bedeutung kanalisiert haben und die sozusagen in eine stabile Richtung gelenkt haben, immer schwieriger haben, sich ihre Auswahlkriterien, was eben sozusagen bedeutend ist und was nicht, zu rechtfertigen. Und die Folge davon ist eine enorme gesellschaftliche Vertrauens- und Orientierungskrise, die eben vor allem sozusagen die klassischen Institutionen, zu denen sozusagen der Moderne, zu denen natürlich auch die Bildungsinstitutionen gehören, erfasst werden. Aber es ist eben nicht nur eine Vertrauenskrise, sondern es ist auch parallel dazu ein Aufstieg von neuen Ordnungen. Und diese Ordnungen, die erlauben eben unter den Bedingungen der Digitalität und diese enormen, komplexen, chaotischen Informationsmenge, neue Bedeutungsstränge, neue Orientierungen zu schaffen. Das ist noch kein positiver Wert. Viele dieser Orientierungen sind auch hochgradig fragwürdig oder sind falsch, wie wir auch wissen, oder sind gesellschaftlich destruktiv. Aber trotzdem sind es Dinge, mit denen Menschen versuchen und sozusagen mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich, sich durch diese neue Unübersichtlichkeit zu bewegen. Und ich möchte da mich auf drei Punkte konzentrieren. Der erste ist sozusagen das Muster der Referenzialität, das zweite ist das Muster der Gemeinschaftlichkeit und das dritte ist das Muster der Algorithmizität. Referenzialität bedeutet, dass sehr oft oder dass so quasi in einer Situation der Informationsüberflutung die grundlegendste Aufgabe, die wir alle machen müssen, jeden Tag, dauernd, es ist auszuwählen, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Auf etwas die Aufmerksamkeit zu richten, ein Foto zu liken oder weiterzuleiten, heißt auch immer, alles andere zu ignorieren, auf das man eben seine Aufmerksamkeit nicht lenkt. Und damit findet eine implizite Bewertung statt. Und weil das ja nicht nur etwas ist, das wir einmalig machen, sondern es etwas ist, das wir dauernd machen. Die sozialen Medien sind sozusagen riesen Referenzmaschinen, mit denen wir dauernd aufgefordert sind, etwas zu bewerten, indem wir ein Like geben, indem wir ein Herz verteilen, indem wir etwas weiterleiten. Und aus dieser dauernden Auswahl, was wichtig ist, das dann auch in die Algorithmen wieder einfließt, die uns Dinge vorschlagen, entsteht so etwas wie ein Weltbild. Also Dinge, die ich sehe, die ich für mich als wichtig erachte. Es entsteht aber gleichzeitig auch ein Bild der Person, die das auswählt. Soziale Medien sind, wie gesagt, eben gigantische Selektions- und Beziehungsmaschinen. Und weil es so viel Material gibt, ist diese Auswahl, zu sagen, das hier ist wichtig, eine neue Form der Produktion, eine Produktion der Welt, das ist die Welt, die ich sehe, und sozusagen eine Form der Produktion der eigenen
Person, ich bin die Person, die das und das und das für wichtiger hält. Das Auswählen, das in Beziehung setzen von dem, was man ausgewählt hat, ist eine neue Form der Schöpfung. Aber wie Sie auf diesem Bild, das aus Instagram stammt und so quasi eine pandemische Freizeitbeschäftigung war, in der Menschen historische Bilder mit Utensilien, die sie zu Hause hatten, nachgestellt haben. Wie Sie auf diesem Bild sehen, ist es eben nicht nur sozusagen die Referenz und die Neuproduktion in Verhältnisdifferenz, die wichtig sind, sondern eben auch die Kommentare, die Bewertung durch Dritte. Und entsprechend ist das der zweite ganz grundsätzliche Punkt, der sozusagen diese neuen Orientierungsmöglichkeiten ausmacht, das, was ich als Gemeinschaftlichkeit bezeichnen würde. Das heißt, man braucht immer auch andere, die die eigene Auswahl bestätigen, die eben das Foto, das man postet, wie wir vorhin gesehen haben, mit Likes oder Kommentaren versehen und somit die eigene Auswahl als relevant und wichtig auch für andere validieren. Aber die anderen, mit denen man im Austausch sind, die machen dasselbe auch. Das heißt, indem ich sehe, was andere ausgewählt haben, erweitert sich einerseits mein eigener Horizont und indem ich das bewerte und andere bewerte, was ich mache, entsteht so etwas wie ein gemeinsamer Horizont in einer solchen Gemeinschaft. Das kann man jetzt auch als Filterbubble bezeichnen, dass man eben nur noch gewisse Dinge sieht. Aber es ist etwas, wie Bedeutung stabilisiert wird. Ich sehe jetzt, was andere für wichtig empfinden und ich merke, dass das, was ich selber für wichtig empfinde, von anderen eben auch geschätzt wird. Und so entsteht so etwas wie ein Konsens über die Welt, der mal in kleineren, mal in größeren Gruppen stattfindet. Dieser Konsens über die Welt, über was wichtig ist und was unwichtig ist, der muss, wie gesagt, nicht ein positiver Konsens sein. Da sind auch sehr viel zerstörerische Formen mit dabei, wenn wir uns an die ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt gerade im Zusammenhang mit der Pandemie kursieren, denken, ist das ein durchaus problematischer sozusagen Effekt oder was da geschieht. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist sozusagen das Verfahren, mit dem Leute versuchen, diese enormen Informationsvielfalt zu kanalisieren und so etwas wie Orientierung zu schaffen. Eigentlich eine dauernde Form der Bildung. Aber weder diese individuellen Formen der Referenzialität noch die gemeinschaftlichen Formen sind in der Lage, mit der enormen Informationsmenge umzugehen, die unseren Alltag definieren. Um uns in der Welt, in der wir leben, zurechtzufinden, brauchen wir Maschinen, brauchen wir Algorithmen, die diese riesigen Informationsmengen auch für Menschen verständliche Dimensionen sortieren. Ohne diese sozusagen algorithmische Hilfe wären wir blind. Wir kennen das alle. Ohne Google hätten wir es Schwierigkeiten, uns zurechtzufinden. Das ist in zweierlei Hinsicht ist das eine sehr mächtige sozusagen Position, weil einerseits erweitert sie unsere Möglichkeiten, die Welt zu verstehen und in ihr zu handeln. Es erlaubt uns sozusagen komplexe Situationen und Fragestellungen sozusagen zu recherchieren und uns damit zurechtzufinden. Aber es schafft natürlich auch neue Quellen und Zentren der Macht. Denn diese Algorithmen sind nie neutral, die zeigen nicht einfach nur das Relevanteste an, sondern sie sind immer beeinflusst durch ihre eigene Geschichte und durch die Ziele derer, die diese Informationen oder diese Algorithmen und diese Infrastrukturen betreiben. Das wissen wir, Google und Facebook sind Werbekonzerne und ihr wichtigstes Ziel ist, eine Umgebung zu machen, in der sie möglichst viel Werbung schalten können. Wenn wir jetzt also annehmen, dass
Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität die grundsätzlichen Verfahren sind, mit denen Menschen unter Bedingungen der Digitalität sich in der Welt orientieren. Was heißt das dann für die Bildung? In einer alphabetisierten Gesellschaft ist und war und ist immer noch die wichtigste Grundfähigkeit, die alle anderen sozusagen Bereiche unterliegt, das sinnerfassende Lesen und sozusagen das adäquate Schreiben. Unter den Bedingungen der Digitalität sind die wichtigsten Grundfähigkeiten das Suchen, das kann man auch Recherche oder Forschen nennen. Also wie finde ich etwas, das für mich relevant ist? Dann natürlich das Bewerten dessen, was man gefunden hat. Da hilft natürlich das sinnerfassende Lesen enorm. Es geht nicht darum, dass das jetzt sozusagen das einfach ablöst. Aber diese Fähigkeiten der Bewertung und der Einordnung müssen nun alle Medien umfassen und ist nicht mehr nur einfach textbasiert. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, alle Medien sinnerfassend sozusagen analysieren zu können. Aber diese Bewertung, die geht nicht ohne die Herstellung von Zusammenhängen, in die Dinge eingeordnet werden. Aber diese Zusammenhänge, die verändern sich auch immer wieder. Da kommt auch Neues hinzu. So entsteht tatsächlich auch die Produktion von neuem Wissen. Der zweite Punkt, die Gemeinschaftlichkeit, bedeutet eigentlich, dass das gemeinsame Arbeit erlaubt, mit Komplexität viel besser umzugehen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, der Bereich dessen, was bearbeitet werden kann, ist größer, wenn mehrere Personen parallel daran arbeiten. Das ist oft eine Frage auch der Ökonomie, der Zeitökonomie. Wie kann ich in relativ kurzer Zeit einen größeren Gegenstand überhaupt erfassen? Und das ist häufig so, dass Menschen gemeinsam zusammenarbeiten und versuchen, ihre Ressourcen und ihre Aufmerksamkeit und ihr Wissen zu poolen. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist, dass je komplexer ein Gegenstand ist, desto schwieriger ist es, ihn aus einem einzelnen Blickwinkel zu erfassen. Desto wichtiger wird es, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven miteinander verbinden zu können. In der Wissenschaft nennt sich das Interdisziplinarität, dass es klar ist, dass eine komplexe Frage nicht mehr nur von einer Wissensdisziplin sozusagen erfasst werden kann. Im Alltag heißt das vielleicht eher Diversität, dass es eben wichtig ist, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Wissen gemeinsam versuchen, ein Verständnis einer Situation zu erfassen. Wessen Erfahrungen für welches Thema relevant sind, das ist eben genau die Verhandlung, in die wir dauernd sozusagen eingebunden sind. Und das zunehmendermaßen wird uns auch deutlich, dass sozusagen die Akteure, die wir berücksichtigen müssen, nicht immer nur Menschen sind. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, dass auch nichtmenschliche Akteure unser Leben enorm bestimmen können und dass wir ganz genau verstehen müssen, wie die agieren und wie wir uns zu dieser Aktionsfähigkeit in Beziehung setzen müssen. Der dritte Punkt, Algorithmizität, ist vielleicht die größte Herausforderung. Maschinen schreiben immer deutlicher an unserer Welt mit. Wir kennen das eben alle, ohne Google würden wir uns nicht mehr zurechtfinden. Facebook sagt uns, was unsere Freunde gerade machen und was in unserem Freundeskreis gerade Thema ist. Das Navigationsgerät hilft uns, um uns durch die physische Welt bewegen zu können. Aber das kommt natürlich zu einem Preis. Was Google uns nicht anzeigt, das gibt es de facto nicht, beziehungsweise was aus der Aufmerksamkeit verschwindet, hat es auch im realen Leben sozusagen schwer zu überleben. Facebook wählt sehr genau aus, was aus unserem Freundeskreis es uns anzeigt
Und wir wissen eigentlich nicht, was wir nicht sehen, und wir wissen auch nicht genau, wie diese Auswahl zustande kommt. Und das Navigationsgerät hat sicher schon viele von uns auf Straßen geschickt, die wir besser nicht befahren hätten. Die Maschinen, die wissen immer mehr über uns, aber verstehen wir sie? Wissen wir sozusagen, wie diese Maschinen an unserem Alltag mitschreiben und wie wir uns zu diesen Maschinen verhalten können? Die Frage, die sich hier stellt, ist, wer soll sozusagen diese Fähigkeiten vermitteln? Ist das etwas, das der Staatsbürger, das die Staatsbürgerschaftskunde ansprechen soll, oder ist das ein Thema für die Informatik? Ich würde mir wünschen, jetzt in diesem Fall, dass das beide gemeinsam tun, womit wir wieder bei der Frage des Ungenügens einer einzelnen Perspektive sind. Das sind eben nicht nur informatische Fragestellungen, sondern die gehen weit darüber hinaus. Und das hier ist jetzt schon das letzte Bild. Die Herausforderungen der Digitalität für den Bildungsbereich ist nicht, dass wir lernen müssen, neue, oder es ist vielleicht nicht nur, dass wir lernen müssen, neue Technologien zu benutzen, sondern dass wir neue Grundfähigkeiten vermitteln müssen, die uns ermächtigen, in einer Welt des chaotischen Informationsüberflusses richtig auszuwählen, Verknüpfung zwischen den unterschiedlichsten Bereichen von Erfahrungen und Perspektiven herzustellen. Und das zwar nicht nur irgendwelche Verknüpfungen, sondern solche, die uns erlauben, die großen Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft aktuell eher schlecht als recht umgeht, besser zu verstehen und konstruktive Lösungsansätze zu finden. Diese Herausforderung wird sicher digitale Technologien brauchen, aber die Technologien selbst werden nicht die Lösung sein. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war sehr spannend, also sozusagen auch mit der Frage des zu viels ist das neue Normal und die Antworten drauf. Danke, es wird dieser Vortrag auch aufgezeichnet. Das heißt, ich würde das wirklich dann auch weiterleiten, weil hier ganz spannende Themen enthalten sind. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zur Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Durchaus eine Systematik, die man hier gleich mal überall anbringen kann. Ja. Ja, Herr Stalder, vielen herzlichen Dank. Ich frage mal an die Runde, ob es zu dem gesagten Vortrag irgendwelche Fragestellungen gibt. Ja, gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Ausführungen. Wir sind etwas vor der Zeit, aber das stört überhaupt nicht. Es geht bei uns um 15:05 Uhr weiter mit den einzelnen Schwerpunkten in den virtuellen Räumen. Wir haben das so gegliedert nach den verschiedenen Communities. Ist auch farblich hinterlegt. Und Herr Stalder, falls Sie das interessiert, sind Sie natürlich auch sehr herzlich eingeladen hier. Das mal den einen oder anderen Track zu besuchen. Aber ich bedanke mich jedenfalls für Ihren Vortrag und wünsche Andreas? Ihnen weiterhin alles Gute. Andreas, Ja, darf ich vielen kurz Dank von unterbrechen? meiner Seite für die Aufmerksamkeit und die Einladung. Danke. Ja, bitte. Es hat Da. Fragen gegeben, bitte diese in den Chat zu stellen, denn die Mikrofone dürfen nicht aktiviert werden, erst nach Freigabe. Also bitte das nochmal in den Chat formulieren. Die Hände habe ich gesehen. Ah, okay, gut. Das heißt, danke. Vielleicht nochmal als Hinweis, falls es Fragen gibt, diese in den Chat zu schreiben. Können wir ganz kurz warten. Ja, da hat die virtuelle BH, die uns hier dankenswerterweise technisch unterstützt, gemeinsam mit uns natürlich schon einiges dazulernen dürfen, wie die Steuerung aussieht, dass sozusagen die Kommunikation ganz klar ist. Aber
Ich würde mal meinen, nachdem ich jetzt unmittelbar nichts sehe, würden wir, falls es noch Fragen gibt, die sich hieraus ergeben, also Ihnen direkt weiter mit vermitteln, Herr Stalter, mit der Bitte zur Beantwortung, wenn das für Sie okay ist. Ja, sehr gerne. Ja. Ja? Okay, gut. Ja, dann danke und dann eine kurze Erholungsphase bis 15:05 Uhr. Vielen herzlichen Dank. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen.